Hallo, Christine hier, deine Psychologin mit Herz und Verstand. Du kennst den Spruch schon. Heute zu einem sehr, sehr spannenden Phänomen, nämlich du bist erfolgreich, was auch immer das für dich sein mag, und hast eigentlich auch alles erreicht, aber irgendwie innerlich unglücklich. Wie kommt das und was kannst du tun in diesem Video? Also bleib dran. Ich sage dir, das kommt gar nicht so selten vor. Eigentlich sogar ziemlich häufig, man kennt es von Stars vielleicht auch, ne? Wie Robbie Williams oder ja, anderen hochkarätigen Menschen, die äußerlich krass viel Erfolg haben und eigentlich alles erreicht haben, was vielleicht unser einzig wünscht, aber innerlich doch irgendwie leer sind. Und oder einfach auch unglücklich und nicht zufrieden. Und natürlich nicht nur bei Stars, sondern meinetwegen auch bei hochkarätigen Unternehmern, bei Führungskräften, bei vielleicht Menschen, die sonst irgendwie von unsereins so Ansehen genießen und man sagen würde, hey, der hat doch oder die hat doch alles und irgendwie ist nicht glücklich. Und vielleicht kennst du das von dir. Vielleicht bist du auch jemand, der sagt so, hey, ich habe doch eigentlich alles und ich bin richtig erfolgreich, aber irgendwie doch unglücklich. Und ich möchte dir drei Hauptgründe nennen, warum das so ist. Und dementsprechend lassen sich daraus natürlich auch die Lösungen ableiten. Erstens, der Beruf, den du machst, der muss in Anführungszeichen deinen Werten entsprechen. Und ich beziehe jetzt mal erfolgreich sein auf genau diesen Beruf. Also es ist häufig so, vielleicht hast du einen, oder es ist häufig so, viele Menschen haben einen Beruf, den sie eigentlich gar nicht mögen. Sie sind darin erfolgreich, okay, sie können das gut, vielleicht auch. Oder hatten mal irgendwie die Idee, dass das so das Richtige für ihr Leben ist. Aber im Grunde genommen entspricht es nicht den eigenen Werten. Und die Frage ist, hast du dich schon mal mit deinen Werten auseinandergesetzt? Was ist dir wirklich, wirklich wichtig im Leben? Na, du kannst dir mal eine Wertetabelle nehmen, gucken, was würde ich davon, ja, also was ist essentiell in meinem Leben, was muss ich haben? Und wenn du dann vielleicht merkst, du arbeitest in einem Konzern, der sehr auf Profit aus ist und du bist aber eher so der Nachhaltige oder NGO-Typ oder wie auch immer oder möchtest eigentlich eher was mit Menschen machen und denen weiterhelfen und sitzt aber jetzt da und machst was mit Zahlen, Daten, Fakten, wirst du sehen, da kannst du super erfolgreich sein, aber es erfüllt dich einfach nicht. Und das ist das. Also ein Beruf, zumindest aus meiner Perspektive, muss dich erfüllen, muss dich glücklich machen. Und es reicht nicht, dass die Kollegen nett sind. Und es reicht auch nicht, dass dein Konto voll ist. Und es reicht dann auch nicht, dass dadurch irgendwie viel Status da ist, viel Besitz da ist. Nein, wenn du jeden Morgen aufstehst und denkst so, oder innerlich merkst so, und irgendwie erfüllt es mich nicht, ist eigentlich logisch. Dann kannst du nicht glücklich sein, egal wie hoch dein Umsatz ist als selbstständiger Unternehmer oder als Angestellter, wie auch immer. Das ist egal. Es geht darum, dass wir Menschen Dinge brauchen, die uns mit Sinn erfüllen. Selbstverwirklichung und Selbsterfüllung steht ganz, ganz hoch in der Bedürfnispyramide. Klar, unten Sicherheit. Und vielleicht hat dir der Beruf auch mal Sicherheit gegeben. Aber das ist nicht das, was uns erfüllt, sondern das ist das, was uns erfüllt, ist das, was unseren Werten entspricht. Ist eigentlich auch logisch, aber ist manchmal nicht so offensichtlich, weil viele irgendwie noch sehr blind durch die Welt gehen. Du vielleicht jetzt nicht mehr. So, erster Grund. Zweitens. Was ich häufig auch erfahre, ist, okay, da ist ein Job, der erfüllt mich und ist eigentlich auch voll meins, aber irgendwie, boah, kann ich das nicht so richtig genießen. Ich fühle mich irgendwie immer so unter Druck. Und woher kommt denn Druck? Druck kommt daher, dass du sehr, sehr hohe Erwartungen an dich hast. Dass du deinen Kunden, deinen Kollegen, deinen Chefs, wenn du welche hast, oder auch deinen Mitarbeitern, vielleicht auch mit deiner Familie und vor allem auch dir selbst irgendwie gerecht werden willst. Und dich dadurch eben unter Druck setzt, hohe Erwartungen hast. Kannst du mal prüfen, schau mal, mit welchen Sätzen, und das sind allem voran diese, ich muss, ich darf nicht, ich muss noch unbedingt das und das machen, die immer wieder in dir vorkommen. Wie stehst du morgens auf? Ah, ich muss noch das machen, ich muss das machen, ach, der Kunde braucht das auch noch, oh, schaffe ich das? Also vielleicht auch noch Selbstzweifel da reinkommen, ja, wenn sich das vermischt, Selbstzweifel, ich kriege das vielleicht gar nicht hin, zusätzlich muss aber diese hohen Erwartungen erfüllen, die ich an mich stelle, dann ist da sehr, sehr viel Druck und dementsprechend kann auch keine Freude sein. Wie auch, ne? Weil du bist ja quasi in so einem körperlichen Zustand von Angst, in einem Stresszustand.
Egal wie viel Freude der Beruf dir eigentlich macht. Deshalb ist es so, so wichtig, daran zu arbeiten. Was sind deine Erwartungen an dich? Und sind die realistisch? Oder sind die vielleicht doch eine Spur zu hoch? Und was sind die Erwartungen der anderen? Und welche davon will ich erfüllen? Welche sind irgendwie auch, denkst mir so, ja, muss gar nicht sein. Ist nicht meins, brauche ich nicht. Und welche davon möchte ich erfüllen? Dich da wirklich mal mit auseinanderzusetzen. Wenn du merkst, hey, ja, ich bin schon recht perfektionistisch, nehme ich mal das Wort in den Mund, oder ich habe halt sehr hohe Erwartungen, dann frag dich bitte mal, womit das denn zusammenhängen könnte. Also was passiert, wenn du sagen würdest, also wenn ich jetzt das nicht erfülle, was die Person von mir möchte oder was ich vielleicht erwarte, was passiert dann? Und meistens kommt sowas raus wie, dann gucke ich mich nicht mehr so gerne in den Spiegel an, dann werde ich auch vielleicht nicht mehr so angenommen und dann kann ich mich eigentlich auch nicht annehmen, weil nur dann, wenn ich diese und jene Ziele erreiche, dann bin ich irgendwie gut genug und dann haben wir das Thema Selbstwert. Kannst du hier oben mal nachschauen, ein paar Tipps zum Aufbau von Selbstwertgefühl. Ganz, ganz relevant, um wirklich glücklich im Leben zu sein. Meinetwegen und erfolgreich. Also jeder darf erfolgreich sein, was auch immer Erfolg bedeutet. Aber wenn du schon bist, aber du merkst, du kannst es nicht richtig genießen, schau mal bitte auf deinen Selbstwert und auf deine Erwartungen und wie das Ganze zusammenhängt. So, drittens. Gut, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Wenn dir das Video bisher gefallen hat, bitte einmal unten liken und abonnieren. Gerne auch kommentieren, was du für Erfahrungen gemacht hast, ob du das kennst. Dass erfolgreich sein nicht gleich glücklich sein bedeutet, freue ich mich immer. Gib dem Kanal so ein bisschen Aufschwung und so, weißt du. Nun aber der dritte wichtige Grund. Und zwar, es ist häufig so, dass wir verwechseln, dass eine innere Zufriedenheit uns wirklich glücklich macht oder beziehungsweise verwechseln im Sinne von, wir denken, dass äußere Sachen uns glücklich machen, aber eigentlich ist es die innere Zufriedenheit. Es ist nicht das, was im Außen ist. Es ist nicht der tolle Umsatz. Es ist nicht die tolle Sportkarre. Es ist nicht unbedingt die Beziehung und auch nicht die Gesundheit und auch nicht die Freunde und all sowas, sondern wahre Zufriedenheit und glücklich sein entsteht in allererster Linie in uns selbst. So, jetzt sagst du Christine so, aha, okay, aber ich brauche doch das alles. Und das ist ein Trugschluss. Natürlich brauchen wir Menschen Dinge, natürlich brauchen wir Anerkennung, wir brauchen auch Wertschätzung, wir brauchen auch Zuwendung, wir brauchen auch Sicherheit, wir brauchen auch so ein bisschen was, klar. Darum geht's gar nicht. Sondern es geht darum, wenn du dich davon innerlich abhängig gemacht hast. Und das machen die meisten. Die meisten denken, okay, ich bin erfolgreich, und dann bin ich glücklich. Erst wenn ich das und das erreicht habe, dann darf ich glücklich sein und dann kann ich glücklich sein. Und das stimmt de facto nicht. Du kannst lernen, jetzt heute hier unter diesen Umständen schon glücklich zu sein. Du brauchst dafür das Außen nicht. Schwieriger Weg, ich weiß, aber essentiell dafür ist ein gesundes Selbstwertgefühl, ein Gefühl von, ich bin wertvoll, ich bin ein Mensch, ein Gefühl von, also ein liebevoller Mensch, ich bin ein Mensch, der auch mit anderen verbunden ist. Also lernen zu spüren und zu erkennen, dass wir alle miteinander verbunden sind. Ich meine, du schaust dir das Video an. Wir beide sind verbunden, weil wir vielleicht ähnliche Themen haben. Weil ich das heute hier drauf spreche und du es irgendwie vielleicht morgen anhörst. Das bringt innere Zufriedenheit und Glück. Auch dieses Gefühl von, ich darf mir selber vertrauen und ich gehe liebevoll mit mir um, weil ich mich ja lieb habe und weil ich ein Wertgefühl habe. Und dann wirst du auch unabhängiger von diesen äußeren, ich sag mal, Anerkennung, Wertschätzungsdingern, die eben häufig im Beruf sind. Erfolgreich ist gleich Anerkennung, Wertschätzung und so weiter. Und wenn du natürlich innerlich ein geringes Selbstwertgefühl hast und dir eigentlich auch nicht die Anerkennung und Wertschätzung gibst, dann brauchst du das natürlich umso mehr von außen. Und dann passiert auch häufig so etwas, was ich sehr, sehr häufig erlebe, ist dieses, oh, wenn ich mal richtig erfolgreich bin und dann habe ich wieder einen Kunden abgeschlossen oder dann keine Ahnung, habe ich ein mega Projekt gemacht und dann kriege ich hier Applaus und keine Ahnung, stehe auf der Bühne oder wie auch immer, dann bist du so richtig, boah, geil, mega, cool, ich freue mich richtig und ich bin so, boah, ich fühle mich so, also mein Selbstwertgefühl ist jetzt auf einem Top-Niveau. So, paar Stunden später, zack, bam, unten wieder tief, weil ist vorbei. Das heißt, du bist existenziell irgendwo davon abhängig von diesen Erfolgen von außen. Und sobald eine Niederlage kommt, oh mein Gott, das geht gar nicht. Dann geht dein Selbstwert in den Keller und dann fühlst du dich schlecht, dann ist alles
sehr schwer, sehr anstrengend und du bist dann am Kämpfen und setzt dich vielleicht Punkt 2 noch einmal unter Druck, unbedingt wieder diese Erfolge zu haben, vielleicht den neuen Kunden abzuschließen oder aber, keine Ahnung, beim Chef wieder besonders toll anzukommen, egal. Und du siehst diese Abhängigkeit und das ist sehr, sehr häufig und macht eben das aus oder führt eben zu diesem Phänomen, eigentlich hast du alles, du hast vielleicht die geile Kohle, du hast einen tollen Status, aber du bist innerlich irgendwie leer und unzufrieden. Und jetzt kommt's. Bei diesen Menschen, die so sind, ist es häufig so, dass dieses wichtiger Punkt jetzt, zuhören, dass dieses Arbeiten, Machen, Leisten, dieses männliche Prinzip, Denken, wirklich im Tun sein, dass das vorrangig ist und dass du eigentlich den wirklich wahren Zugang zu dir, nämlich zum Sein, zum Fühlen, zur Intuition, zum einfach mal Dasein verloren hast und damit auch den Zugang zu dir und deinen Bedürfnissen und deinen Werten. Punkt 1. Du siehst, das spielt alles sehr stark ineinander mit hinein. Und auch das kannst du für dich mal prüfend hinterfragen, neben dem Thema Werte, Selbstwert, dann diese Abhängigkeit zwischen Erfolg, Status und eigenem Wert und auch diesem Angst vor Ablehnung, was im zweiten Punkt auch noch war, und dann eben auch dieses männliche Prinzip, machen, tun, leisten, ist super wichtig. Ansonsten hätten wir nicht diese ganzen tollen Innovationen und ansonsten würde nicht so viel geschafft werden, ja. Und auch diesem weiblichen Prinzip von einfach mal sein, fühlen, das brauchen wir genauso. Da muss eine Balance sein. Und vielleicht denkst und merkst du jetzt, ja okay, ich habe eigentlich gar kein Gefühl mehr zu meinen Gefühlen. Dann kann ich dir hier oben das Video mal empfehlen, ne, um wieder einen kleinen Zugang zu deinen Gefühlen zu bekommen. Beides ist essentiell und möchte ich dir hier unbedingt mitgeben. Es wird nicht klappen, dass du einfach noch mehr tust, oder dich jetzt irgendwie rein rational entscheidest, so, ich habe jetzt mal ein Wertgefühl und ich habe jetzt meine Werte und ich mache mal wieder, wenn du nicht lernst, wirklich in dich hineinzuspüren, auch welche Verletzungen sind denn da. Denn der geringe Selbstwert kommt ja nicht von ungefähr, sondern es sind alte Verletzungen. Es ist vielleicht ein altes Gefühl von, ja, damals wurde ich nicht angenommen, damals wurde ich vielleicht mal ausgeschlossen. Wie viele wurden gemobbt? Auch das macht ganz, ganz viel mit dir und eben auch mit dem Selbstwert und dem, über den Erfolg hole ich mir meinen Status und meine Anerkennung und Wertschätzung wieder rein. Funktioniert halt nur eben nicht. Viele Punkte, ich weiß. Und es ist auch ein Weg, dahin zu kommen, zu sagen, ich bin erfolgreich und innerlich zufrieden und ich bin nicht mehr so abhängig von dem, was im Außen ist. Aber es ist es allemal wert, kann ich dir sagen. Wenn du sagst, okay, Christine, ich brauche da ein bisschen Input, ich möchte mal mit dir sprechen, ich möchte dich kennenlernen, wie immer, unten meine Kontaktdaten oder auf Calendly einfach 30 Minuten kostenlos natürlich mit mir sprechen. Und dann tauschen wir uns einfach mal aus, Impulse und so weiter. Ich freue mich, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, du hast ein bisschen was mitnehmen können und ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.